Servus und herzlich willkommen zum neuesten Video der Vlog 132. Am fixen Wochenende ist bei uns recht wechselhaftes Wetter. Es hat immer ein bisschen so kleine Regenschauer. Die Sonne war heute auch schon mal draußen. Temperatur hält sich in Grenzen. Das ist eigentlich perfektes Graswerkswetter. Heute haben wir wenig Landwirtschaftliches geschaffen. Dafür mehr Audiovisuelles. Und zwar haben wir, wie schon im letzten Vlog angekündigt, ein Fernsehteam bei uns am Hof, das für ein Fernsehformat arbeitet. Das ihr sicherlich zum größten Teil alle kennt, wo wir aber bis zur Ausstrahlung mal noch nichts sagen dürfen und sagen wollen. Wenn es dann soweit ist, kriegt ihr dementsprechend auch die Infos und könnt euch das dann in der Mediathek oder wo es auch immer landet, dann dementsprechend anschauen. Tja, was machen wir? Morgen am Montag ist geplant, dass wir die Mutterkuhherde einmal Richtung Stall rübersetzen. Also auf die Stallseite, da ist die Weide jetzt wieder aufgewachsen soweit. Und auch eine neue Mutter in die Herde integrieren. Unsere kleine Ida, die meisten von euch werden sie wahrscheinlich kennen, die bei uns geboren worden ist, unser knuffigstes Kalb eigentlich überhaupt. Das war die, wo wir Geburtshilfe leisten mussten und die dann bei uns sich wie ein Hund verhalten hat. Die kommt morgen auf die Mutterkuhweide und darf jetzt dann vom Bullen gedeckt werden. Ja, also haben wir morgen Großkampftag, aber das macht uns gar nichts, das macht so richtig Spaß dann. Interessant ist ja auch einmal, wenn man die ganze Zeit so als Hobbyfilmer wie ich unterwegs bin, dass man das mal mit einem professionellen Team macht. Und ja, da kann man natürlich auch viel lernen. Ne? Ich hoffe, das kommt in unseren Vlogs auch in der Qualität dann zugute, was man da so ein bisschen an Wissen mitnimmt und mal das Ganze live begutachten kann, wie sowas für eine große Fernsehproduktion funktioniert. So, heute am Montag, auf Feiertag, aber ich fahre jetzt trotzdem noch mit dem Zaunkönig Zaun ausmähen, denn heute soll ja die Mutterkuhherde umgesetzt werden, auch weil schönes Wetter ist und die TV-Produktion da ist und natürlich, dass die besseren Bilder gibt. Deswegen jetzt noch schnell den Zaun ausmähen, damit wir auch genug Saft drauf haben, wenn die ungestümen Kolosse dann mal nach drüben walzen. So, ich habe meine Weide fertig, jetzt können wir umtreiben und quasi fürs Fernsehen mitfilmen. Ich habe schon einen professionellen Ton drauf, also der Tonmann hört gerade mit, was ich da tue. Wenn sie jetzt über den Sound von Polaris freuen. So, die machen gerade noch ein bisschen Pause. Es ist echt drückend schwül heute. Ich bin jetzt dreimal die Weide rauf und runter gerannt und war natürlich sofort am Schwitzen, was natürlich nur dem Wetter geschuldet ist. Auf keinen Fall der Unsportlichkeit vom Bauerhauer. Ne? Also das ist ja schon mal klar soweit. Ja, der Polaris ist nicht bloß für die Weidekontrolle gut, sondern auch für Versorgungsfahrten, fürs Filmteam. Denn bei Außendrehszenen bringen wir einfach noch zusätzliches Zubehör mit und versorgen die dementsprechend. Also mega gut. Transport- und Versorgungsfahrzeug. Nachdem wir geplant hatten, auf einen anderen Hof zu gehen und das alles schon fix war, muss ich jetzt hier wieder ein bisschen umbauen. Da muss ich jetzt noch schnell eine Tränke anbauen, dass die guten Herrschaften da was zu trinken haben. Übermorgen geht es wieder rüber auf die andere Weide. Da brauchen wir sie nochmal für Kameraaufnahmen auf der anderen Weide. Und jetzt baue ich aus dem improvisierten System, das ich da habe, ein Wechselsystem, wo ich quasi mit Markusschrauber einfach mal schnell die montierte Tränke mit dem Querbalken einfach an- und abschrauben kann an den Pfosten und die auf beiden Weiden betreiben kann. So, am Dienstag nach den Feiertagen, heute nochmal Drehtag mit dem Team der Fernsehproduktion und ich mache jetzt erstmal den Smoker klar, denn heute hat die Highlanderin Geburtstag und heute gibt's was Feines. Heute mal nichts vom Rind, sondern vom fränkischen Landschwein, einen schönen Nacken, eine krupfte Sau, auf gut Neudeutsch, Pulled Pork. Ich habe jetzt da 6 Kilo drin, die bereite ich gerade vor. Da fängt das Feuer schon mal an zu brennen. Ich regle die Temperatur ein und dann gibt's heute was richtig Gutes. Richtig schönes Geburtstagsfresschen fürs Frauchen. Einmal 6 Kilo Nacken vom fränkischen Landschwein. It's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Drowning by yourself, now you wanna blame me. Like you
options. I take your options. Nah, I'm not the problem. Man, that's on you, yeah. You've been terrorizing me, yeah, I'm always wrong. Jo, der Smoker smoked. Das Schweindl liegt drauf und ich komme jetzt meiner Arbeit noch. Wir holen jetzt unsere kleine Ida, sag ich mal, das ist ja bei uns aufgewachsen als Kalb, und setzen die mit hoch zur Mutterkuhherde. Dazu muss ich jetzt erst einmal einen Steier rausholen und einmal den Treibelwagen fertig machen. Denn die Ida wird natürlich nicht chauffiert, sie wird zu Fuß nach oben marschieren. So, jetzt darf ich euch nicht zu viel zeigen, dann ist die Kulisse für das TV-Projekt. Was auch gar nicht so leicht ist, denn gestern wurde ein Beitrag in einem lokalen Dorfladen gedreht. Dort war dann eine, ja, Corona-positiv. Entsteht das ganze Projekt für den weiteren Verlauf diese Woche auf der Kippe. Im schlimmsten Fall müsste man dann eben in ein paar Wochen wieder oder dann auch weiter drehen. Ist halt so, wie es ist. Roni hat uns noch fest im Griff. Völlig egal. Das ist das Bayerngrün, so geht. So, jetzt hol ich mal den Treibelbaum. Na komm, Herr Ida! Also aufstehen tun sie schon mal. So, zwischen den Bäumen, ja. Also die Herrschaften haben schon gemerkt, jetzt rührt sich irgendwas. Jetzt wird sie erstmal gestreckt und geregelt und dann genüsslich mal nach oben gegangen, nehme ich mal an. Die Heiländerin probiert es weiter, unsere Kuhflüsterin. Komm, Herr, komm! Na komm! Wenn sie dann loslegen, nehmen wir die Bewegung gleich mit. Ein Rind bricht aus dem Wald heraus. Na komm! Komm, ja, komm! Klopfen, 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 rufen. Komm, ja, komm, komm, komm! Ida, komm! Wieder was in der Hand, das sind zu viele. Na komm, Ida, komm! Schau mal, was ich dir da mitgebracht habe. Na komm, na komm! Na komm! Die rechte ist, oder? Die mittlere. Genauso die. Die hellbraune. Genau. Komm, na komm! Inzwischen haben sich die Herrschaften auf den Weg gemacht und kommen nach oben. Und jetzt brauchen wir natürlich nur eine, und das ist unsere Ida. Und wir werden jetzt so lange Reise nach Jerusalem spielen, bis die richtige im Treibewagen ist. Aber die Heiländerin ist ihre prädestinierte Partner dafür, denn die kann das am besten. Na Ida, jetzt gehst du mit auf. Das ist die Mama, gell? So viel wollen wir gar nicht mitnehmen. Oh. Wollten die alle drin? Ja, keine Ahnung, was die alle drin wollen. Raus. So viel wollen wir gar nicht mitnehmen. Ohne ab. So, jetzt können wir richtig Stress, ne? So, jetzt haben wir gerade mal noch einen richtigen Panikaugenblick. Leider habt ihr es nicht mehr gesehen, ich erzähle es kurz. Eine von den jungen Damen hat auch mal Lust auf unseren Bullen gehabt und wollte jetzt natürlich mit. Die ist aber ganz raus und nicht in den Treibewagen. Die haben wir jetzt wieder eingefangen. Gott sei Dank, die wir brauchen, unsere Ida ist an Bord und der Rest bleibt hier unten auf der Jugendviehgruppe. So, nachdem der Stress jetzt vorbei ist, setzen wir jetzt zur großen Reise an. Jetzt geht's zur Muttergruppe. Ida, Attacke! We'll be right back.
Ja, gar nicht so einfach, so eine Aktion. Gut noch dazu, wenn ein Fernsehteam dabei ist. Ja, man wächst mit seinen Herausforderungen, ne? Aber alles schick. Komm, 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 komm! Unsere Ida ist ja da relativ handsam. Also wir werden es so vorgehen, dass wir mit dem Treibewagen an die Weide andocken, an der die Mutterkühe bis gestern gestanden sind. Da kann ich mit dem mobilen Netzen prima sie rauslassen, ohne Gefahr zu laufen, dass wieder andere mit rausböchsen. Und dann können wir sie gezielt auf die andere Weide rübernehmen. Und selbst wenn von den Mutterkühen jemand zurückläuft auf die Weide, alles kein Problem. Da ist es stressfrei für Mensch und Tier. So, das ist jetzt der Plan. Mal schauen, ob die Umsetzung genauso funktioniert. Ja, kannst du aufmachen. Komm her, Ida, Zwischenstopp. Und dann gleich wieder zu, ich fahr vorwärts weg. Ida, komm. Einwandfrei. Wenn es immer so stressfrei funktioniert, ist es doch eine richtig schöne Geschichte. So, der Schritt 1 ist geschafft. Jetzt kommt Schritt Nummer 2. Das heißt, unsere Ida muss jetzt dann von einer Weide auf die andere rüber. Drüben war das schon das Empfangskomitee. Und du kannst zumachen. Hola hopp. Hopp, hopp, hopp. Hola hopp, hopp. Hola, hola. So, jetzt müssen wir noch kurz aufbauen. Dazu brauchen wir noch kurz Ruhe. Das heißt, wir sperren noch mal zu, dass sie nicht raus kann. Und ziehen einmal noch die Treibelitzen auf die andere Seite. Retour, retour, retour. Hoppa. Hola hopp. Hola, 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 hola. Alle mal einen Schritt zurück. Es ist ein Neuankömmling. Macht Platz, die Königin betritt das Land. Hey, du auch. Ja, dann holst du es ab. Geht's nicht mehr, holst du es ab. Ist doch mir was, sagt der Arzt. Das ist das Bayerngrün. Nein, die hält sich nicht an die Mama. Was für eine Action, ne? Auf geht's, Schneewittchen. So, jetzt wird die neue begutachtet und bedrängt. Erstmal alle gegen die neue. Aber ich sag trotzdem mal, jetzt wo das Grüne mal auftaucht. Wieso? Die sollen, ja, die sollen alle rennen und gut ist. Genau. Jetzt zieht sie wieder zurück. Die sollen alle rennen und gut ist. Ja, ich hab's gesehen. Ist wie mit drin. Jetzt ist sie drin, passt. Alles gut. Ja, immer kühlen Kopf bewahren und bloß nicht hyperventilieren. Das ist natürlich für so einen Choleriker wie Bauer Hauer maximal schwierig. Aber meine bessere Hälfte erdet mich in solchen Situationen natürlich immer wieder. Heute am Mittwoch gibt es wieder landwirtschaftlichen Inhalt, denn von der TV-Produktion war gestern Abend die letzten Aufnahmen. Jetzt kommt dann in einer bzw. zwei Wochen nochmal ein Produktionstag und dann ist es hier am Hof auch durch. Nachdem wir jetzt die Mutterkühe umgesetzt haben, ist auf der Weide, auf der sie gestanden sind,
Platz zum Arbeiten. Denn das ist eine sehr feuchte Fläche und da haben wir jede Menge Binsen drin. Und damit wir da dann jetzt auch wieder einen schönen Aufwuchs haben und die Binsen ein bisschen dezimieren, schnalle ich mir jetzt wieder den Böschungsmulcher, den Mütingmulcher an den Steier und mulch das Binsengestrüpp etwas runter. Dann kann da auch wieder schöner Aufwuchs geschehen und wenn da wieder genug Aufwuchs drauf ist und das aktuelle Wetter ist eigentlich ganz gut dazu, immer so eine Mischung aus, ja, bisschen Niederschlag, eigentlich relativ warm, um die 20 Grad, 21 Grad, das ist in Ordnung und ja, ich denke, da kommt dann auch wieder gut was drauf auf die Fläche. Deswegen jetzt an den Steier den Mütingmulcher, damit wir da einmal drüber fahren und ich nehme euch mit der Kamera mit. Ich will immer eigentlich die Drohne mitnehmen, dann vergesse ich es wieder und das ist mir wieder zu viel Aufwand und ich bräuchte eigentlich noch jemanden, der mir die Drohne fliegt. Aber das machen wir jetzt einfach wieder so. Das soll ja schnell gehen, soll jetzt keine lange Nummer werden. Zack, zack, bisschen drüber und dann ist es alles geschickt da unten. So, ich fahre jetzt da quasi im Zickzackkurs über die abgegraste Weide. Aber ich will es ja nicht flächig abmulchen, das macht ja keinen Sinn. Das ist, da fahre ich mir später oder sonst was, ist ja super gut abgegrast. Nur die Binsen haben sie stehen lassen. Binsen sind jetzt an und für sich nicht schädlich, aber sie nehmen Platz weg, wo sonst gutes Futtergras stehen könnte. Und nachdem die jetzt so überhand genommen haben, nehme ich jetzt die ganzen Nester raus. Also da fahre ich überall drüber und mulch das Zeug weg. Denn das Gras kommt dann schneller wieder als die Binsen. Ich hoffe, dass ich es so ein bisschen in den Griff kriege. Also das Mulchgut lasse ich liegen. Das ist gleichzeitig eine gute Düngung für den nächsten Aufwuchs. Und das mache ich jetzt an diesen drei kleinen Teilbereichen, da wo es so stark ist. Und dann lassen wir die Weide wieder schön nachwachsen. Jetzt ist es nicht zu heiß angesagt, immer wegen bewölkt und es soll ein bisschen Niederschlag noch geben die nächsten Tage. Deswegen ist es ideal, weil wenn es zu trocken wäre und zu arg die Sonne scheinen würde und es heiß wäre, würde mir das niedrig mulchige Zeug alles verbrennen und dann hätte ich nichts gewonnen, sondern eher verloren. Ja, das Mulchgut bleibt oben drauf liegen, verrottet und bildet dann gleich eine Gründüngung. So kann das Gras, was nachkommt, kräftiger nachwachsen, weil es genug Nährstoffe hat. Ja, so zumindest in der Theorie. Ich habe das in der Praxis auch noch nie gemacht, ich habe noch nie unsere Flächen gemulcht. Das probiere ich jetzt einfach mal aus, denn außer Binsen, Ampfer und ein bisschen Hahnenfuß steht da eigentlich nichts mehr drauf. Deswegen runter damit, einmal glatt rasiert, Wetter passt dazu und dann gucken wir mal, wie der Aufwuchs dann ist. Also zum Glück muss ich jetzt nicht alles von den 3 Hektar mulchen. Die Binsen und das ganze Zeug ist hauptsächlich da, wo es Feuchtstellen sind. Also zwei Feuchtstellen, da sind zwar die Drainagen verstopft und da ist immer ein bisschen nasser. Und da kommen die ganzen Binsen und die sind jetzt gleich fort. Also gleich habe ich es geschafft. Noch zwei, drei Runden und dann bin ich durch mit der Nummer.
und dann hoffen wir auf Niederschlag und warten mal ab, wie das wird. Ich bin echt gespannt. Also ich habe das echt noch nie gemacht mit dem Mulchen und der Weidepflege, obwohl man es eigentlich machen sollte. Das ist halt das Sinnvollste, dass überall Futter wachsen kann und nicht irgendwie Unkräuter und Gräser, die kein Tier frisst. So, schauen wir mal. So, aus gegebenen Anlass weise ich mal darauf hin, die Firma Polaris stellt mir 2x2 Tickets für das Polaris and Friends Offroad-Treffen in Torgau dieses Jahr zur Verfügung. Die möchte ich gerne an euch verlosen. Dazu schaut auf unser Instagram-Profil. Da wird am Sonntag, also heute, wenn ihr am Veröffentlichungstag den Vlog schaut, das Gewinnspiel starten, 7 Tage lang. Kommentiert drunter mit eurem Namen, Hashtag Offroad-Farmer. Und ja, wir verlosen dann 2x2 Tickets. Selbst wenn ihr kein ATV, Quad oder ähnliches habt, da ist trotzdem jede Menge geboten. Da ist Live-Musik, da ist ein riesen Pool aufgebaut, da gibt's allerhand leckeres Zeug, interessante Fahrzeuge natürlich. Ihr könnt die ganze Polaris-Flotte einmal Probe fahren, könnt euch da ja jede Menge interessante Sachen anschauen und jede Menge erleben. Deswegen einmal auf unserem Instagram-Profil, unten in der Videobeschreibung ist es auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr dran teilnehmen und wie gesagt, 7 Tage lang. Dann losen wir den Gewinner aus und benachrichtigen die dementsprechend und wir sehen uns dann auf Polaris and Friends in Torgau 2022. Bei der Weidekontrollerin da vorne, unsere Ida, ist inzwischen sehr gut in die Herde integriert. Und alles sind friedlich am Grasen, lecker Kleegras, Eimen frei, schönes Graswachswetter. Wunderbar, wir drehen einmal die Runde weiter, schauen, ob der Zaun überall intakt ist und dann geht's wieder heim an den Hof. Hier ist noch einmal noch Wasser fürs Jungvieh gefahren. Dann müssen wir schnell mehr abstellen. Also da drüben sieht man die Flächen, werden von den Baufiechern zwar zurückgebissen, aber nicht komplett abgeweidet. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ne, Emma, du bist nuckelig mit der Bobsi, du bist hier komplett dreckig, ey. Sauber. So, dann schließen wir ihn das mal schnell wieder an. Und reingehen. Bei unserer kleinen Schwarzen hier drüben sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob da nicht vielleicht doch ein Kalb kommt, dass die offensichtlich zu früh belegt worden ist. Denn sie hat eine kleine Euterausbildung. Muss es jetzt nicht unbedingt sein? Kann aber sein. Lass uns mal überraschen. Ändern kann man es jetzt eh nicht mehr. Donnerstag nach Dienstschluss, nachmittags Weidekontrollrunde. Der Herde geht super gut. Da vorne sieht man wieder unsere Ida. Hat sich gut eingewöhnt, sehr entspannt. Und die Herren und Damen von der Mutterkuhgruppe lassen jetzt auch wieder von ihr ab. Ich habe gerade noch ein bisschen was aufgenommen für das Gewinnspiel für Polaris and Friends, wo wir 2 Tickets verlosen. Da einfach nochmal auf Instagram schauen, unten ist der Link. Tja, was mache ich heute noch so ein bisschen? Also Tätigkeit im Hof, wo ich echt keine Kamera mitnehmen muss. Das ist nicht sehenswert. Dann schauen wir, ob morgen noch was kommt am Freitag. Ansonsten wird es das für diese Woche auch schon wieder gewesen sein. Ich schaue jetzt mal den Wetterbericht an für die nächsten 2 Wochen, ob man schon grob mal abschätzen kann, wann der erste Heuschnitt kommt. Denn eine große Frage an mich ist immer wieder, wann schneidest du Heu? Kann ich beantworten. Ab dem 15.06. und ab dem 15.07. Das sind immer so Teilflächen.
Und zwischendurch wird bestimmt nochmal Silo geschnitten werden, wenn es der zweite Aufwuchs kommt. Es hat jetzt nochmal die letzten zwei Tage gut geregnet. Gut, ist relativ dieses Jahr, aber halt so, dass es auch reicht, um Wachstum voranzubringen. Das Gras hat nochmal einen Schub rausgemacht, wir hatten immer so um die 20 Grad. Ich bin jetzt gerade mal durchgefahren, wie man es am Reifen, der Reifen ist inzwischen abgetrocknet, aber man sieht, wenn man mit dem Reifen durchfährt, vom Gras, das ist noch leicht feucht. Das ist ein gutes Zeichen. Wir haben eine Bodentemperatur von zwischen 15 und 20 Grad und haben jetzt auch Feuchtigkeit. Also da sollte dann genug Futter kommen. Gut war es auch für die Fläche, die ich gestern abgemischt habe, da habe ich auch gerade mal drüber geschaut. Also, dass es da drauf kriegen hat, war sehr gut, denn ich hatte echt Angst, dass mir das verbrennt. Und dann hätte es ein bisschen länger gedauert, bis da vernünftig wieder Futter gestanden wäre. Hätte ich wahrscheinlich nochmal nachsehen müssen, sonst wäre nichts mehr gekommen das Jahr. Ist aber nicht so. Das Glück ist mit den Dummen, ne? Bauer Hauer ist immer am Start. Und ich fahre jetzt mal heim. Schaut dann eben, ob ich euch nochmal einschalte diese Woche. Ansonsten soll es das gewesen sein an landwirtschaftlicher Tätigkeit, die man in einem Video präsentieren kann. Tja, das 10.000er Abo-Special steht direkt vor der Tür. Ich bin schon kräftig in den Vorbereitungen. Hab mir auch ziemlich das Hirn zermartert, was man euch dann so als kleines Dankeschön bieten kann. Was Besonderes. Wir hatten ja alles schon. Wir hatten ja schon die Schlepper-Vorstellung. Wir hatten einen kleinen Hofrundgang. Wir hatten das 6.000er Abo-Special sogar schon ein Musikvideo. Jetzt wird's aber echt dünn, die Luft da oben. Mal gucken, da fällt uns sicherlich irgendwas Interessantes ein. Aber noch haben wir ja 500 Abonnenten seit circa. Alles easy, alles cool, wird alles rechtzeitig fertig werden. Ja, weil wir unsere Hühnerhaltung jetzt wieder aufgegeben haben, denn der Standort war einfach nicht ideal dafür, da hat sich der Habicht eines nach dem anderen geholt. Deswegen haben wir unseren Hühnerstall, unsere Hühnerhütte hergegeben. Die leistet jetzt woanders gute Dienste und gerade ist das Abrissunternehmen der Familie Hauer damit beschäftigt, die Grundmauern noch zu entsorgen. Alle helfen mit, sogar die kleine Lotte. Gell, Franz? Ja. Ja. Ja, jetzt fängt es ein bisschen an zu nieseln, aber wir werden jetzt nochmal schnell die Steine da verfahren. Mädchen. Die Steine, die werden wir aussortieren, also Betonfundament und Steine. Die Steine kann man nochmal verwenden. Das Betonfundament nehmen wir, um Löcher auszubessern hinten, zum Beispiel bei dem Übergang zur gepflasterten Futterfläche am Stall. Das ist eine gute Grundlage. Und wenn man dann noch Schotter drauf macht, ist es schön fest und wird auch nicht sehr matschig. Und weil wir immer wieder angefragt werden, macht es denn aktuell Sinn, euch mit den Genussrechten zu unterstützen? Ja, definitiv macht es Sinn. Wir werden das genauso weiterlaufen lassen, auch wenn wir jetzt noch nicht auf der neuen Hofstelle sind. Das ist ja grundsätzlich nur eine Unterstützung für den Betrieb. Und der Betrieb ist jetzt weiterhin hier. Erstmal, bis wir die neue Hofstelle gefunden haben. Aber das macht definitiv, wer da Lust hat, uns zu unterstützen, unten in der Videobeschreibung findet ihr dementsprechenden Links dazu. Dann senden wir euch die Informationen, die ihr braucht dazu. Und ja, ist an und für sich eine gute Sache für alle Beteiligten. Wenn es euch interessiert, guckt da einfach mal rein. Und die Zeit, die wir in den letzten Wochen investiert haben, um den Hof wieder Vordermann zu bringen, hat sich echt rentiert. Dann ist es wieder wunderschön und ordentlich geworden. Alles hohe Gras ist abgemulcht, alles neu geschottert. Drin, ja, die Scheune ist aufgeräumt. Alle Ballen sind an Ort und Stelle. Und wunderschön. Aber es ist natürlich nicht einfach nur so gewesen, sondern für diese TV-Produktion nimmt man eben als Anlass. Genauso wie Weihnachten. Wenn die Familie kommt, muss einmal auf links gedreht werden. Ich würde euch ja jetzt gern mehr zeigen, wie ordentlich das ist. Aber dann sieht man die Kulisse. Und vielleicht kann man sich dann auch schon denken, um was es dann geht. Und das darf ich nicht. Ich darf nicht sagen, um was es geht. Doch, darf ich eigentlich schon. Ich dürfte vielleicht. Aber das ist nicht eine ganz, ist eine rechtliche Grauzone. Und bevor wir da Schwierigkeiten kriegen, dann schauen wir doch erstmal, wenn es ausgestrahlt wird, um was es denn sich da handelt. Wenn Sie mal interessiert. Also ich fand es auf jeden Fall mal sehr interessant, die ersten Drehtage. Wie gesagt, da kommt noch was nach. Das war mal hier nicht die tägliche Hobbyfilmerei von Bauer Hauer, sondern mal richtig Profi-Filmteam am Start. Das ist mal was ganz, ganz Neues und völlig Interessantes. Jetzt hängen wir mal da die Schrauben dran und schlichten unten mal die Pflastersteine, die das Fundament gebildet haben, fürs Hühnerhaus rein. Und stellen die mal zur Seite, dass die mal aus dem Weg sind. Thank you.
Ja, damit verabschieden wir uns für diese Woche aus unserem Vlog. Wir sagen herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich haben wir nächste Woche noch genauso gutes Heuwetter, dann haben wir Schnittzeitpunkt. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Wenn es euch getaugt hat, lasst den Daumen nach oben da, gebt unserem Kanal ein Abo und drückt die Glocke, dass ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Informatives, auch unter anderem zu unserem Polaris-Gewinnspiel auf Instagram. Tja, dann sage ich, wir sehen uns nächste Woche in alter Frische. Bis dahin, Servus und Ade. I'm a self-made man, that's who I am.